Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Chris Inc. Was machen wir heute? Wir sind nochmal am Montag unterwegs, Feiertag. Der letzte schöne Tag und jetzt bricht auch dann am Nachmittag der Föhn zusammen. Und wir sind mit zwei unterschiedlichen Fahrrädern unterwegs. Einmal ein Conway und einmal das bekannte M1. Und da schon mal ein kleiner Schwenk. Seht ihr auch schon die Wolken? Ja, und was haben wir noch im Programm? Ja, die System, also die Digitalkamera. Und da werden wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen. Auffahrt war zum Großteil in der Sonne und von dem her super fein. Noch hält auch das Wetter. Und ja, könnte echt noch mal ganz gut ein richtig guter Tag werden. Ein bisschen Zeit für Eisdielen, Spielereien muss natürlich auch immer bleiben. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Ein alter Sessellift. Eine junge, hübsche Frau. Ja, ja. Biketausch zwischen uns, damit wir selber einfach jetzt direkt merken, ob wir Unterschiede spüren und wenn ja, welche. Ist ganz spannend. Morgens 9:30 in Deutschland, aber stimmt nicht ganz. Wir wollen damit nur sagen, wir sind früh unterwegs. Erstmal ein Snickers. Habt ihr es gehört? Gesundheitsspatzel. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen erkältet leider. Aber nichtsdestotrotz ist hier oben in der Sonne 1A. So, da habt ihr jetzt eben mal beide Fahrräder nebeneinander. Noch in echt guter Aussicht. Aber ihr seht auch, die Wölkchen kommen schon. Und jetzt wollen wir euch dann einzeln zeigen, kurz auf die Details eingehen, was die Fahrräder eben so ausmacht, bevor es dann ab auf die Abfahrt geht, oder? Ja, genau. Wir wollen in dem Video nur mal ganz kurz auf so ganz oberflächliche Sachen eingehen, wo man Motor, Bremse, Gabel, würde ich mal jetzt rauspicken und die wichtigen Details und auf die Akkuleistung, was die ja auch immer fragt, was wichtig ist. Im ersten Schritt würde ich mal mit dem M1 anfangen. Also hier ist das M1, eine ganz kurze Vorstellung. Wir haben hier eine Fox 38 Kashima beschichtet, unter anderem auch komplett hier die Sattelstütze, die versenkbare. Es handelt sich um ein Mallet. Mallet heißt vorne 29, hinten 27,5. MT7 Magura ist die Bremse. Hier so ein bisschen ist eine Vierkolben. Ist wichtig bei einem etwas schwereren Rad, dass es einfach auch gut zum Stehen kommt, was bei dem Fahrrad der Fall ist. Des Weiteren haben wir einen DT Swiss Laufradsatz drin, den 9900er. Den haben sehr viele E-Bike verbaut. Ist nicht Standard, aber wird oftmals von den Herstellern sehr gern genommen. Ja, Stahlfelder, DHX2 von Fox. Also Resümee, komplettes Fox-Fahrwerk mit einer Shimano-Schaltung. Was ich sehr, sehr toll finde, ist das lupine Licht. Man kann in der jetzigen herbstlichen Jahreszeit einfach auch im Herbst fahren. Kann man mit einem Klick einfach anmachen. Ich habe ein schönes Licht, wo ich, wenn ich ins Dunkle komme, auch Fernlicht, genau. Wo ich einfach die Trails sehr gut ausleuchten kann. Ich habe hier noch eine Möglichkeit, ein Fernlicht anzuschalten, dass es noch weitergeht. Akku 750 Watt und wir fahren hierbei mit Brose. Ich muss sagen, nach 1850 Kilometern habe ich kein Problem damit. Also es funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Motor ist sehr leise, es ist ein sehr natürliches Biken. Ist ein sehr starker Motor von den Newtonmeter. Ich glaube, einer der stärksten, nagelt mich nicht fest. Wir können es euch aber noch mal einblenden. Ich persönlich mag sehr, sehr gern. Man hat hier oben einfach ein kleines Display zu den anderen. Wenn man schaut, ist ein bisschen größer als ein Daumen. Und da kann ich die verschiedenen Fahrmodis einstellen. Habe ich dann hier rechts oben. Und links ist hier die Akkuanzeige. Kann noch mal in die Systeme selber einsteigen und kann hier mir den Motor so konfigurieren, wie ich brauche. Das heißt,
Ich kann einfach 5% Unterstützung dazu geben im Eco. Ja, also das ist so wie gar nichts. Ich kann ganz natürlich Fahrrad fahren und kann mich ganz genauso quälen, wie wenn ich mit einem Biobike fahre. Ja. Oder ich kann bei Boost kann ich einfach 100% Unterstützung, dann habe ich 100%ige Unterstützung von dem Motor. Und das ist auch der, ich finde, den Irrglauben einfach mal ein Ende zu setzen. E-Bike quälen ist genauso wie möglich wie mit dem Biobike. Ja. Nur, dass ich hier einen Fallschirm habe, der mich nach Hause bringt, wenn ich keine Lust mehr habe. Und den finde ich eigentlich ganz schön. Oder in der herbstlichen Zeit, dass man, wenn man eine schnelle Runde fährt, einfach schneller zu Hause ist. Für Leute, die wenig Zeit haben, ist ein E-Bike eigentlich mega, weil ich fahre die gleiche Runde in der Hälfte der Zeit. So, jetzt bin ich dran. Ich stelle euch das Conway Bike vor. E-WME 529. WME nochmal für We Make Enduro. Und das feiere ich voll, auch wenn es natürlich nur ein Spruch ist. Finde ich mega. Und ja, ich habe den kleineren Akku mit 625 Wattstunden. Ich fahre einen Shimano-Motor heute und ja, fahre die RockShox-Bestückung, Gabeldämpfer, habe Shimano-Bremsen auch, SLX. Das sind auch vier Kolben, sowohl vorne wie auch hinten. So nochmal nachschauen, um nicht zu lügen. Habe auch eine versenkbare Sattelstütze, die ist so wie es ausschaut, auch von Shimano. Da hatte Conway aber auch mal eine Eigenmarke. Die Armatur ist auf jeden Fall von Shimano. Nagelt mich auch da nicht fest. Funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Und ja, was uns jetzt beim Hochtreten auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, ist Oberrohrlänge. Fühlt sich hier deutlich kürzer an. Die genauen Daten habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da waren wir uns einig. Fühlt sich beim M1 etwas länger an hier. Hier etwas kompakter. Und was mir noch aufgefallen wäre beim Shimano-Motor, der hat nur 3 Stufen, der Brose hat 4. Ob man die verstellen kann, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Und der spricht aber schneller an, wenn ich lostreten will. Also da habe ich beim Brose noch dieses bisschen Totpunkt, bevor er mich unterstützt. Was manchmal vielleicht ganz praktisch ist, weil er dich nicht gleich losschiebt. Für mich aber, wenn ich steil anfahren will, so ein bisschen schwierig. Und da tue ich mich hier etwas leichter. Aber wie bei allem, das ist immer Geschmackssache. Und deswegen von unserer Seite wieder klar der Hinweis, bevor ihr euch ein Fahrrad kauft, fahrt am besten, wenn möglich, selber einfach Probe. Schaut euch natürlich vorher die Datenblätter an. Aber fahrt diese Räder auch einfach, weil dann merkt ihr für euch, was euch am besten liegt. Und ja, wir zeigen euch jetzt mal, wie es bei uns so ausschaut und freuen uns über Kommentare, wie ihr das so seht. Und vielleicht fallen euch ja noch ein paar Unterschiede auf. Auch die gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind sehr neugierig, was ihr für Meinungen habt und auch vielleicht, welches Fahrrad ihr für euch bevorzugen würdet. Petra hat einen Luftdämpfer drin und ich habe einen Stahldämpfer. Hier handelt es sich auch um einen DT Swiss Laufradsatz, ist zum Beispiel der gleiche. Hier seht ihr auch nochmal, das Display ist kompatibel oder man kann sozusagen per Bluetooth mit seinem Handy sich verbinden. Müssen wir noch machen, müssen wir gestehen, haben wir noch nicht gemacht. Und da könnt ihr dann bestimmt auch mehrere Sachen einstellen. Ist auch 29 und 27,5 Zoll hinten, beide gleich, aber auch nur ganz oberflächlich zwei unterschiedliche Preisklassen. Ja? Also M1 im hochwertigen und Conway in der Ausstattung so im mittleren Preissegment. Wenn ihr euch ein neues Fahrrad kauft, setzt euch so viel wie möglich auf verschiedene E-Bikes und probiert sie aus, fahrt sie und lasst euer Bauchgefühl und eurem Popo entscheiden, wo ihr euch am wohlsten fühlt. So, die Bike-Präsentation, das war jetzt eben mit dieser Digitalkamera. Und ja, schreibt uns dazu eben gerne, ist das besser als sonst oder seht ihr gar keinen Unterschied, weil ja, 800 noch was Euro und ich bin wirklich am Überlegen, brauchen wir es nicht. Ja, ich bin wirklich hin und her gerissen, cool ist es. Andererseits ist es halt noch ein Drum mehr, was man dabei hat und ich bin mir immer nicht so sicher, ob es wirklich wert ist. Noch kurz angehängt, wir waren am Bike-Festival am Gardasee. Und da sind wir mal nicht so bekannte Marken gefahren. Ja, kann man auch nicht so ganz sagen. Einfach mal nicht so gehypte Fahrräder, haben wir uns gedacht. Und haben die einfach mal getestet. Sind eine Strecke damit gefahren immer.
Und ja, genau so wollen wir einfach euch das auch näher bringen. Wir wollen euch nicht unnütze palabern, was das Beste oder was das Schlechte ist. Wir wollen unsere Eindrücke, die wir mit den Sachen haben, einfach so gut wie möglich wiedergeben. Genau, und wir wollen euch aber nicht zu sehr auf irgendwas festnageln, weil eben das jeder für sich selber spüren sollte. Ja, der eine mag Nutella, der andere mag Honig. Und so ist es bei Komponenten zum Großteil auch. Und vor allem auch jeder Körper ist unterschiedlich. Nico und ich sind zum Beispiel um einen halben Zentimeter gleich groß, aber ich habe wirklich deutlich längere Beine, dementsprechend einen kürzeren Oberkörper. Und schon allein von dem her haben wir teilweise andere Geschmäcker, was Fahrräder angeht. Ja. Und so wird es bei euch garantiert auch sein. Deswegen können wir euch einfach nur zeigen, was gibt's. Was haben wir? Vielleicht eben auch dieses Gardasee-Video, verlinken wir euch auch noch, sobald es fertig ist. Und auf jeden Fall, das sollen nur Anregungen sein und ihr müsst dann selber spüren, sehen, was für euch passt. Ja, genau. Na dann, los, ab auf den Trail, bevor der Regen kommt. Passt. Just
schön im Windschatten und lass die Petra schön stranden. 42 km/h. Petra dreht hit. Ich lass mich ziehen. Mit Affengeschwindigkeit nach Hause. Der Regen kommt. Oh, jetzt sieht man mal, wie der Föhn so zusammengebrochen ist. Das schlechte Wetter, also nicht die Petra, sondern die Wolken. Es regnet. Es regnet. Gleich zu Hause. Nico beginnt jetzt mit dem Kochen. Es gibt einen Zeitraffer über dem Ofen für euch. Weil, das wird sicher gut. Ich habe nämlich so einen Hunger und ich wurde ganz klar das in die Küche beordert. Und heute gibt es Spaghetti Bolognese im Freestyle. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so nach dem Radfahren esst oder wie ihr Bolognese macht. Hunger. Diesmal bin ich derjenige, der Hunger schreit. So viel gut. Der schöne Mann. Mega gut. Hunger. So, lala. Guten Appetit. Mhm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Kochkünste sind auch drin. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass Nico etwas für mich kocht. Hahaha. Ha, ha. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.